Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Kunst- und Kulturzentrum TUFA in Trier. Freitagnachmittag. Das Wetter ist ja nicht so schön. Und hier sind sie irgendwie die Bauarbeiter zugange. Also da werden Steine aufgeschichtet. Mal sehen, was da entstehen soll. Irgendwie, was sagt mir, dass das nicht einfach nur Bauarbeiter sind? Ich frage einfach mal. Wir sind ja hier vom Kulturzentrum. Irgendwie sagt mir, dass das Künstler sind. Ist das richtig? Ja, es sind Edward Naujok und Rainer Röder. Wir bauen unser Objekt Nummer 2. Also doch Kunst? Ein Versuch. Ein Versuch. Mhm. Ein Versuch. Kunst entsteht ja immer im Kopf des Betrachters. Und wir wollen Leute locken und herausfordern, die Steine anzugucken, die Form, die am Schluss entstehen wird, ein Sessel, und ihre Gedanken dann. Ein Sessel, das sieht mir noch nicht nach einem Sessel aus. Das aber ist ganz wunderbar. Es ist das Fundament, weil wir haben hier nämlich ein wunderbares Modell uns schon entworfen. Konzept pur aus den Legosteinen, die noch aus dem Archiv gegraben wurden. Und das war die Idee. Und hier soll es jetzt realisiert werden, die ersten alles drei. Wollen wir vielleicht noch nicht verraten. Mal sehen, was entsteht, wie das so, ob ihr jetzt wie Bauarbeiter das so richtig aufschichtet und ob das dann auch bequem ist hinterher. Aber ich sehe, da ist Edward Naujok ein Versuch am Starten. Ja, mit meinem Gewissen. Ja, das ins Reine zu bringen. Ah, kann ich das mal sehen, was da vorne drauf ist? Fürs Gewissen. Was ist denn fürs Gewissen? Das ist jetzt die Frage. Die wird aber auch noch beantwortet. Die Frage können wir dann gleich beantworten, wenn das Kunstwerk fertig ist. Ja, erst mal haben wir jetzt hier die totale Härte, die Steine. So, wie sie uns umgeben, unsere ganze Gesellschaft ist aus diesen Steinen aufgebaut. Ja, genau. Also schauen wir einfach mal weiter, was passiert. Hallo? Hallo. Was sagst du zu dem Haufen Steine hier oder zu dem Kunstwerk? Oder was siehst du da drin? Ist es ein Kunstwerk oder ist es nur ein Haufen Steine? Das hört man in der Schule ganz häufig, die Frage, ist das ein Kunstwerk oder nicht? Ich habe die tiefere Bedeutung habe ich noch nicht gefunden, aber ein saftes Ruhekissen fürs Gewissen. So viel Bedenkzeit hatte ich ja noch nicht. Gewähre ich dir gerne. Das Kunst erkennt man ja auch nicht immer auf den ersten Blick. Ja. Sollen wir mal die Künstler dazu fragen? Oder möchtest du noch überlegen? Sie können ruhig die Künstler fragen. Ich bin ja hier, ich habe Zeit. Okay, also fragen wir mal. Es ist der Rainer Röder. Also Kunst ist ja nicht immer so auf den ersten Blick zu erkennen. Das dauert manchmal ein paar Minuten. Manchmal erklärt es sich auch von selbst. Soll es sich von selbst erklären? Naja, vielleicht erstmal aus der Materialität des Objekts, was ja als Sessel inzwischen, glaube ich, ganz gut zu erkennen ist. Da ist was Schweres. Das finde ich sehr beeindruckend. Und es ist modular aufgebaut. Das heißt, der Ziegel ist das Grundelement unserer Gesellschaft. Das ist hier im Haus verbaut, aber viele Dinge, die in der Gesellschaft passieren, werden aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt. Und das findet man hier in diesem Stuhl, denke ich, auch wieder. Mhm. Das war jetzt ein Gedanke, der uns
von Anfang an beschäftigt hat. Und was ist das Gewissen? Ist das jetzt dein Gewissen oder ist es allgemein so, ja, dass sich jeder selbst Gedanken machen soll über sein Gewissen, wenn er auf diesem harten, doch harten Stuhl sitzt? Gut, das weiche Kissen federt ein bisschen ab. Ich denke, das muss tatsächlich jeder mit sich selber ausmachen. Aber hier ist erstmal ein Widerspruch aufgebaut zwischen dem harten Ziegel, dem hochfest gebrannten und dem weichen Gewissen. Und ich hoffe, dass möglichst viele, so wie auch der junge Mann hier vor uns stehen und sich die Frage stellen, was soll es? Und damit sind sie in den Prozess der Beschäftigung mit unserem Objekt schon eingetreten. Ja, okay, dann frage ich doch mal, möchtest du dich mal reinsetzen? Ich meine, jetzt kann man es noch, es ist noch nicht ganz nass. Na, also reinsetzen muss ich mich jetzt nicht, aber... Ja. Ich bin manchmal vielleicht ein bisschen sehr gesellschaftskritisch, weswegen ich vielleicht ein bisschen Gesellschaftskritik sehe, weil ein sanftes Ruhekissen fürs Gewissen, der Stein ist hart und das Kissen ist nur zwei kleine Kissen, die da drauf sind und da darf man sich draufsetzen, ruhen. Ja. Vielleicht für die eigene Beruhigung, das Kissen. Okay, ich bin nur ein bisschen mit der Situation ein bisschen zu puff. Video wird gemacht, okay. Ja, okay. Schauen wir mal. Danke. Was ist das? Ja, hi Willi. Hallo, schön, guten Abend. Zu sehen. Ja, Eddie, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ja. Aber wieder mal etwas Neues? Ja, ich habe hab gedacht, es wird mal an der Zeit. Wir hatten so Spaß, wir hatten irgendwie Lust. Mhm. Ja, und da haben wir gedacht... Machst du mal einen bequemen Sessel? Ich habe mal gedacht, Kunst muss doch für sich alleine sprechen. Mache ich mal etwas, wo ich nicht so viel quatschen muss. Ja, gut, gut. Nee, mal sehen, also, was die Leute dazu sagen. Ja, ich bin auch mal gespannt, vor allen Dingen am Montag. warum jetzt am Montag? Ja, Willi, was ist das? Wie kommt das hierher? Was? Das heißt, Willi war nicht informiert vorher, was hier passiert? Wir sind zwar ein Kulturzentrum, aber wir unterliegen auch bestimmten Sachzwängen, sage ich jetzt einfach mal. Wer sollte was dagegen haben? Das ist doch eindeutig nicht. Kunst und Kunst gehört doch in ein Kulturzentrum oder vor ein Kulturzentrum. Ja, natürlich. Nur, ich sag mal so, bei uns ist es ja wie in jeder Struktur, oben die wollen benachrichtigt sein für das, was woanders passiert. Mhm. Also was innerhalb der Tourfabrik oder also, innerhalb des Geländes der Tourfabrik passiert. Wenn es dann nicht so bequem ist, der Sessel, also nicht so bequem für jetzt, sagen wir mal, die Geschäftsführung, dann könnte er oder müsste er abgebaut werden. Ja, obwohl ich glaube, die Tenneker, die ist da ziemlich locker. Tenneker ist die Geschäftsführerin. Ja, ja. Also Tenneker Beckers. Beckers, ja. Mhm. Ja, okay, gut. Also dann schauen wir einfach mal, was passiert. Oder vielleicht sind die Besucher ja auch dafür, dass sie stehen bleibt. Ich bin überzeugt, weil heute Abend ist ja die Vernissage von der Gesellschaft für bildende Kunst. Also werden noch einige Besucher erwartet. Da kommen bestimmt noch eine Menge Leute. Ja, mhm. Ja, also ja. Das wird noch interessant werden. Dann müssen wir das Kissen ab und zu trocknen, damit die Besucher auch... Deswegen haben wir doch den Föhn mitgebracht. Ja, genau. Trocknet ihr immer. Im Leben immer trocken? Nee. Gut, ja. Also danke Willi. Bitte schön. Dann schauen wir mal. Es ist unser zweites Objekt. Objekt Nummer 2 von Edward Naujok und Rainer Röder. Wir haben Ziegelsteine aufeinander geschichtet und zu unserer Überraschung hat sich etwas ergeben, was aussieht wie ein Sessel. Ein Sessel. Und die Kissen, die sind, aber das habt ihr schon so geplant, ne? Also wir haben ja eben auch das Modell gesehen. Ihr habt das richtig geplant, so mit Legosteinen und wie ihr das früher wahrscheinlich als Jungs auch gemacht habt, oder? Genau, das ist natürlich Kunst als Spiel verstanden. So haben wir das aufgebaut, aus einem Haufen etwas geformt, unserer Fantasie gemäß. Und warum habt ihr das jetzt gerade hier vor der TUFA aufgebaut, also vor dem Kulturzentrum? Das könntet ihr doch auch in euren Garten stellen oder in euren Hof, wenn ihr sowas habt. Das kann ja dann überall hin. Das ist ja auf der Palette. Das ist Mobile Art.
Das ist beweglich. Also Mobile Art, Sit Art hatten wir eben schon. Street Art war mein Gedanke. Ziegelart. Aber Protestart ist es nicht, oder? Fürs Gewissen, naja, könnte doch auch. Also, es ist natürlich zunächst mal was Schweres, was Massiges, was Gebranntes. Eddie hat vorher gesagt, was Mystisches, in dem es kommt aus dem Feuer, es ist aus dem Feuer geboren. Und so wie Feuer vielleicht auch was Leichtes hat, so ist das Gewissen ja auch nicht so genau zu fassen, so wie die Flamme in Bewegung ist. Jetzt könnte man ja auch, ihr habt jetzt diesen Stein genommen, aus Feuer gebrannt, Quader. Ja, warum nicht Gras? Warum ausgerechnet die Steine? Warum ausgerechnet die Steine? Warum wir das ausgerechnet aus Steinen gemacht haben? Ja, ganz einfach, weil das Werk hat ja einen gesellschaftlichen Bezug. Das heißt, unsere ganze Gesellschaft ist eben halt aus diesen Steinen zusammengesetzt. Es kommt zwar sehr banal daher und die Leute werden sich wahrscheinlich fragen, ja, das sind doch nur Steine, über Kunst, da muss man doch was zu denken haben. Und genau das ist eigentlich der Punkt. Diese Geschichte, die wir hier machen, sie kommt, wie gesagt, sehr einfach daher, hat aber unwahrscheinlich viel Tiefgang. Und es kommt auf die Besucher drauf an, die Betrachter, wie sehr sie Beziehungen entweder gesellschaftlicher Art oder auch persönlicher Art knüpfen können. Bist du der Meinung, dass Kunst immer einen gesellschaftlichen Bezug haben soll und einen Bezug zur Zeit haben, oder kann sie auch einfach schön sein? Genügt das nicht? Meine Art von Kunst hat immer einen gesellschaftlichen und Zeitbezug. Also die Zeit ist ganz entscheidend. Ich halte nichts davon, dass wir Kunst des Mittelalters machen oder die Formen des Biedermeiers nachspielen, sondern wir müssen die Formen der Zeit aufzeigen, und das ist hier geschehen. Und das ist das deine Meinung genauso oder ist es dir egal? Na, egal ist es mir nun gar nicht, und es ist ein inzwischen über ein Jahr gehender Dialog zwischen Edward und mir über die Art und Weise, wie man sich künstlerisch in der Gegenwart ausdrückt. Wir haben hier ein Material, was selber schon Tradition hat, was aber im Grunde in einer Form auch heute noch produziert wird, wie es seit 2000 oder 3000 Jahren hergestellt wird. Aus diesen Materialien werden die Monumente der Gesellschaften errichtet, und das ist das, was überdauert, und dort, wo heute noch Ziegelbauten in Griechenland oder in Mesopotamien stehen, dort fahren die Leute hin und sehen sich die Objekte an, und es sind immer auch eben Machtobjekte gewesen. Weltkulturerbe, mit einem Wort. Noch eine Frage, jetzt hat der Willi ja gesagt, ihr seid nicht angemeldet hier, also das ist so Spontanart auch noch. Und ja, wenn ihr jetzt abgebaut werdet, also jetzt in einer Stunde ein Anruf kommt, müsst ihr wieder herfahren, das abbauen. Macht das das was? Habt ihr es einkalkuliert? Ja, ich erwarte das natürlich in gar keiner Art und Weise. Also das ist nicht das, was ich erwarte, dass ein Anruf kommt um Kunst. Aber ich das Wort ist wunderbar. Wir werden abgebaut. Also Kunst, du hoffst, dass Kunst sich nicht abbaut in Trier, sondern aufbaut. Und das soll ein wesentlicher Beitrag dazu sein. Das ist jetzt mal Kunst im Außenraum. Und wir hatten das Konzept entwickelt und haben den heutigen Tag zum Anlass genommen, die Tufa auch im Außenraum zu verschönern. Ja, schade, dass wir Besucher nicht fragen können jetzt, was sie davon halten, wenn Kunst so spontan aufgebaut wird und ob das öfter in Trier passieren sollte, so an irgendwo in der Innenstadt. Das ist auf einer Palette, das können wir jederzeit auch in die Innenstadt setzen. Also vor das Rathaus, das nächste oder... Verleihbar. ja, jedes Kunstwerk hat hier einen Titel. Der Titel hier ist einfach Objekt 02.
Edward und ich haben vor einem Jahr schon eine kleine Überraschungsschachtel miteinander gestaltet und die ist auch sehr rechteckig und wir sind beim groben Motiv geblieben und haben das aber jetzt noch stärker strukturiert. Für mich ist wichtig, dieses Wechselspiel zwischen diesem schweren Material und diesem leichten Material, die beiden Kissen, der Dialog der Materialien, die Farben, ich bin absolut begeistert. Okay, danke. Das war's. Naja. Morgen. Oh, was haben wir denn hier? Das gehört das zur Ausstellung oben? Nein, ich nehme an, freie Kunst. Aha, ach so. Gehört nicht zur Ausstellung? Nein. Mhm. Ich war überrascht, da wusste ich jetzt gar nichts von. Du auch nicht. Nö. Ich auch nicht. Ja, am Samstag wurde das aufgebaut. Oder? Mhm. Nee, beziehungsweise am Freitag, genau. So, und ich dachte auch erst, das gehört zur Gesellschaft. Mhm. Aber da war der Eddie Naujok, freier Künstler, so frei. Und hat das einfach dahingestellt. Genau. Aha, okay. Aber jetzt weißt du es auch. Jetzt weiß ich es auch. ich denke natürlich immer gleich, aha, gibt es hier irgendwie als Geschäftsführerin, gibt es ein Gefährdungspotenzial? Muss man genau. Ja immer drüber nachdenken, ja. Hausmeister auch. Sind diese Ziegel denn fest? Nein, sind sie nicht. Was passiert, wenn ein Kind kommt und schmeißt sie rum? Aber gut. Ansonsten, ja, ist ja ganz dekorativ. Genau. Ne? Das Restliche wird sich klären. Ich bin gespannt.